meine liebe Leseratten da draußen. Heute möchte ich euch von Bianca Io Sivoni, The Last Goddess, A Kiss Stronger Than Death vorstellen. Das ist der zweite und letzte Teil der Dilogie, der Romantasy-Dialogie, und hat von mir 5 Sterne bekommen. Der erste Teil, OMMI, der hat von mir 4 Sterne bekommen, wenn ich richtig liege. Hat mir super gefallen, aber nicht so super. So, hat mir, wie gesagt, gefallen. Und Band 4 hat am Ende wirklich noch alles rausgehauen, dass... Band 4. Band 2 hat am Ende noch alles rausgehauen, dass das 5 Sterne von mir bekommen hat. Und ja. Band 2 schließt nahtlos an Band 1 an. Band 1 hat ja so wirklich damit aufgehört, dass sich Seth in den Fenrir-Wolf verwandelt und somit Ragnarök in Valhalla einkehrt, beziehungsweise nicht nur in Valhalla, sondern auch auf der Erde. Und ja, Blair versucht natürlich Ragnarök noch aufzuhalten und mit der Hilfe von Ayane wird sie mit Ryan, der sie dann noch am Anfang vor dem Fenrir-Wolf beschützt, wieder auf die Erde gebracht. Genau, auf die Erde gebracht, aber nicht in Vancouver, wo sie zum Bestattungsinstitut sind. Eigentlich zum Bestattungsinstitut. Sondern die sind irgendwo in der Pampa mitten im tiefsten Winter gelandet. Und es ist jetzt dann halt so, dass Blair sich natürlich Vorwürfe macht, was wäre, wenn passiert, wenn sie das nicht getan hätte, sondern Seth sterben lassen hätte. Auf jeden Fall war am Anfang das für mich so, dass es zu viel wiederholt hat, aber es war auch nicht schlimm. Dadurch hat man wieder in die Geschichte reingefunden. Und Blair muss sich hier wirklich... ja... entscheiden. Beziehungsweise... wie soll ich denn jetzt... ja, sie versucht, ihren Fehler halt wieder gut zu machen. Ob das ihr gelingt oder nicht, das müsst ihr natürlich selbst lesen. Und halt, ob jetzt Freund zum Feind wird oder Feind zum Freund. Ne, das müsst ihr natürlich auch alles selbst lesen. Auf jeden Fall fand ich jetzt das Ende schon... sehr nice. Also es ist wirklich so abgeschlossen, dass das kein offenes Ende ist, sondern ja, so wie man sich es eigentlich sehr gut vorstellen konnte. Ich habe echt gedacht so, wäre jetzt nicht so toll, wenn das jetzt dann wirklich so enden sollte, wie es enden sollte. Ja, also nicht mit freien offenen Kampf geendet, sondern es hat wirklich bündig geendet. Und die Kämpfe fand ich gut. Die Kämpfe fand ich wirklich gut. Das hat wirklich das Buch nochmal richtig rausgehauen. Ich habe da also im Zug und bei meinem Freund mitgefiebert. Er so, und wollte das Buch eigentlich gar nicht aus der Hand legen. Und das Buch hat nur 350 Seiten. Aber es ist wirklich... lesenswert. Wenn ich euch was empfehlen kann, könnt ihr The Last Goddess, kann ich The Last Goddess euch empfehlen, weil das wirklich lesenswert ist. So, meine Stimme verabschiedet sich hier halbwegs. Wir sehen uns demnächst wieder auf jeden Fall und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ciao!